Beruf und Spiritualität. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Vortrag über Beruf von einem spirituellen Standpunkt aus. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Der spirituelle Weg. Und dieser Weg oder diese Vortragsreihe über den spirituellen Weg ist ein Teil der Yoga-Vidya-Schulung. Eine Vortragsreihe mit mehreren hundert Vorträgen zum Thema ganzheitliche Spiritualität, Leben spiritualisieren und wie man mit dem Yoga-Weg die Erleuchtung erlangt, ein glückliches Leben führt und viel bewirken kann. Beruf ist ein wichtiger Aspekt des Lebens. Viele Menschen verbringen einen großen Teil ihrer Zeit und ihrer Energie, ihres Denkens, ihres Engagements mit Beruf. Für viele Menschen ist der Beruf de facto das Wichtigste, auch wenn fast alle Menschen sagen würden, ihre Familie sei wichtiger, aber sie verbringen mehr Zeit und Engagement mit Beruf und selbst der Urlaub wird eher gesehen als Regeneration, um etwas zu tun im Beruf. Und wenn man spricht von Freizeit, dann soll die Freizeit ist frei. Warum heißt sie Freizeit? Sie ist frei von dem, worum es eigentlich geht, nämlich den Beruf. Und freie Tage heißt, man ist von dem frei, was man eigentlich, wozu man eigentlich da ist, Beruf. So, ich will nur damit verdeutlichen, in der Alltagssprache und im Selbstverständnis gerade des menschlichen, des westlichen Menschen, spielt Beruf eine ganz besondere Rolle. In früheren Jahrhunderten gab es nicht so etwas wie Beruf, sondern musste darum sorgen, dass man isst und trinkt und dass man, also wenn man in der Wüste ist, muss natürlich das Wasser irgendwo herkommen und dass man sein Zuhause hat, aber es gab jetzt keine Trennung zwischen Beruf und Freizeit. Und man hat so viel gemacht, wie nötig war, dass man das hatte, was man brauchte und dann hat es aufgehört. Dann gab es irgendwann die großartige Entdeckung des siebten Tages, dass man am siebten Tage ruht. Und so wurde die Woche strukturiert. 6 Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Und dann wurde schließlich auch irgendwann das Konzept von Arbeitszeiten eingeführt, Arbeitszeit und Freizeit. Und in den letzten Jahren gibt es wieder einen gegenläufigen Trend, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. In gar nicht mal wenigen Firmen ist ein bisschen Surfen im Internet für private Zwecke irgendwie geduldet, in anderen Firmen überhaupt nicht. Und es ist oft, wird fast erwartet oder mindestens ist es üblich, dass Mitarbeiter mit ihrem Smartphone ihre E-Mails zu Hause checken und dass sie einiges auch in der Freizeit vorbereiten für den Beruf. Gut, das soll jetzt aber nicht unser Hauptthema hier sein, sondern es geht darum Beruf und Spiritualität. Es gibt viele Standpunkte, wie man das sehen kann, aber dies ist ja auch ein Vortrag im Rahmen der Vorträge, die 4 Purushartas. Und so möchte ich darüber sprechen, Beruf und Purushartas. Die 4 Purushartas, wie du weißt, wenn das nicht der erste Vortrag ist, den du von mir hörst, die 4 Purushartas sind die 4 Bedürfniskategorien, die 4 Motivationskategorien, die 4 Ebenen des menschlichen Strebens. Karma ist sinnlich-emotional, Artha ist Erfolg und Geld und Absicherung. Dharma hat 2 Aspekte. Dharma heißt zum einen etwas tun für andere, also etwas zurückgeben der Gesellschaft. Und das zweite ist, seine eigenen Talente und Fähigkeiten leben und entfalten. Und das vierte ist Erleuchtung, man könnte sagen, spirituelle Entwicklung im engeren Sinne. Beruf hat eine Bedeutung auf allen 4 Ebenen. Auf der einen Seite hat der Beruf
eine Funktion, selbst irgendwo das Leben schön zu gestalten. Und manche Menschen lieben es, deshalb tätig zu sein, weil es eine angenehme Arbeit ist, weil sie nette Kollegen haben, weil es irgendwo Spaß macht, weil es irgendwo schön ist. Es gibt manche Menschen, die genießen einfach das, was sie tun, ohne dem eine größere Bedeutung zu geben. Und sie genießen es, mit ihren Kollegen, Kolleginnen zusammen zu sein. Eine zweite Funktion des Berufs ist Artha. Man verdient sein Geld, man bekommt Anerkennung für das, was man tut. Man hat das Gefühl des Erfolgs. Und so ist Artha hier wichtig. Dann gibt es Dharma, und Dharma auf dem Beruf würde heißen, zum einen, man macht etwas Sinnvolles, man hat eine berufliche Aufgabe gewählt, wo man weiß, man tut dafür etwas Gutes für die Menschheit, für die Tiere, für die Natur, für einzelne Menschen und so weiter. Oder, und ein zweiter Aspekt von Dharma ist, man hat das Gefühl, man entwickelt sich durch seine berufliche Tätigkeit. Man lernt sich mehr kennen, man entfaltet seine Talente, man kann das leben, was in einem steckt. Und man kann auch sagen, und der Beruf hilft einem, spirituell zu wachsen. In einem Sinne würde man sagen, als wenn man einen Beruf hat, zum Beispiel in einer spirituellen Gemeinschaft, dann würde man sagen, Dienst in der spirituellen Gemeinschaft an sich hilft der spirituellen Entwicklung. Man kann aber auch sagen, jede Art von Berufstätigkeit kann der spirituellen Entwicklung dienen, weil es Herausforderungen gibt. Es gibt Herausforderungen wie zum Beispiel, man hat einen ungeduldigen Chef, man muss lernen, damit umzugehen. Es gibt manchmal sehr viel zu tun. Das heißt, man muss seine eigenen Bedürfnisse mal zurückstecken und uneigennützig tätig sein. Es gibt vielleicht Phasen, wo man einfach langweilige Tätigkeiten zu tun hat. Dort gilt es, die eigene Disziplin unter Beweis zu stellen. Und vielleicht gilt auch, unter Beweis zu stellen, dass man auch langweilige Tätigkeiten spiritualisieren kann, zum Beispiel, wenn man ein Mantra wiederholt, Achtsamkeit im Alltag übt. Oder es gibt Phasen, wo man ungerecht behandelt wird. Dort kann man lernen, sich vielleicht mehr durchzusetzen, mutig zu sein oder geduldig zu sein, loszulassen, Kränkungen zu überwinden. Es gibt so vieles, was man im beruflichen Leben alles lernt, was man von einer spirituellen Warte aus sehen kann und was einem helfen kann, spirituell zu wachsen. Man könnte jetzt verschiedene Berufsarten unterscheiden. Zum einen könnte man sagen, es gibt berufliche Tätigkeiten, die alle vier Aspekte gut berühren. Es ist ein Job, der einem Spaß macht, Freude macht, wo man mit netten Kollegen zusammen ist und irgendwo auch Spaß miteinander hat, Karma. Und dieser gibt einem auch gleichzeitig genügend finanzielle Mittel und das Gefühl des Erfolgs und man kriegt die Anerkennung, die man braucht. Man tut dabei etwas Gutes, man hat das Gefühl, das, was man macht, ist sinnvoll und man hat außerdem das Gefühl, die eigenen Fähigkeiten werden entwickelt und man seine besonderen Fähigkeiten kann man einbringen, Dharma. Und man hat auch das Gefühl, durch die Herausforderungen im Beruf wächst man spirituell und man kann sich selbst zum Instrument des Göttlichen machen und es blitzen im Beruf immer wieder Erfahrungen des Göttlichen auf. Dann würde man sagen, das ist eine berufliche Tätigkeit, wo alle vier Purushartas wichtig sind und auch berücksichtigt werden. Es könnte zum Beispiel die Tätigkeit einer Krankenschwester sein. Wenn es ein angenehmes Betriebsklima gibt, Karma, und ihr das Spaß macht, Karma, dabei die Tätigkeit gut bezahlt ist, Artha, es vielleicht einen Chef gibt, der öfters mal Anerkennung zeigt, vielleicht die Patienten, die ihre Dankbarkeit ausdrücken, Artha. Natürlich eine Krankenschwester hilft so vielen Menschen, tut also viel Gutes, Dharma. Kann vielleicht auch ihre besonderen Fähigkeiten besonders dort einbringen, vielleicht als Mitgefühl, vielleicht als kleine Tipps, vielleicht auch im Sinne von mehr Verantwortung übernehmen, sich selbst in der Persönlichkeit entwickeln, Dharma, und dabei irgendwo
auch das Gefühl haben, dass auch in Gesundheit und Krankheit etwas Göttliches ist und dass durch sich selbst das Göttliche sich manifestiert und in der Begegnung mit Patienten und Begegnung mit Kollegen öfters das Göttliche aufleuchtet und in den Herausforderungen auch spirituelle Entwicklung ist. Das wäre, man könnte sagen, ein spirituell idealer Beruf. Ein besonders idealer spiritueller Beruf ist letztlich Sevakarma Yoga Vidya zu sein, das heißt Mitglied der spirituellen Gemeinschaft zu sein, wo alles darauf ausgerichtet ist, spirituell zu wachsen. Ich erwähne es auch deshalb, weil, wenn du das noch nicht weißt, es gibt einige Yoga Vidya Ashrams, einige Yoga Vidya Zentren und dort gibt es auch die Möglichkeit, Sevaka zu werden, also Mitglied der spirituellen Gemeinschaft. Auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de kannst du suchen nach Gemeinschaft oder nach Sevaka, dann findest du mehr darüber. Als Sevaka zum einen hast du, was du zum Leben brauchst und wir bemühen uns auf einfache Weise auch die Dinge zu berücksichtigen, die Menschen gerne so haben. Karma. Und man braucht sich jetzt auch keine Sorgen zu machen. Im Normalfall wird vieles von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Artha, es gibt eine finanzielle Absicherung. Und auch dort braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen, wie die Miete gezahlt wird und so weiter. Das geschieht einfach. Man hat seine finanzielle Absicherung. Letztlich sind auch die ganzen Sozialabgaben bezahlt. Und Alterssicherung wird auch eingezahlt. Aber natürlich ist es ein einfaches Leben, ja, einfach Leben, erhaben, denken. Aber eben ein Leben, das für die meisten ohne finanzielle Sorgen ist. Anders als das Durchschnittsleben wäre. Und man bekommt, gerade wenn man Yoga unterrichtet, immer wieder tolles Feedback und immer wieder kommen dankbare Menschen auf einen zu und erzählen einen, wie toll die Erfahrungen sind und wie gut man das gemacht hat. Also eine gewisse Anerkennung bekommt man auch. Wir bemühen uns bei Yoga Vidya den Sevakas Raum zu geben, dass sie ihre eigenen Anliegen hineinbringen können. Wir bemühen uns, die Talente der Sevakas auf ihre Weise besonders zu fördern. Und in der Gemeinschaft wird man immer wieder auch herausgefordert und kann seine eigenen Fähigkeiten auch entwickeln und kultivieren. Dharma. Und natürlich, wir denken, dass das Unterrichten von Yoga und das Weitergeben von Yoga und das Produzieren von Internetvideos und Audios etwas ist, das vielen Menschen hilft. Und so haben wir das Gefühl, wir tun etwas sehr Sinnvolles. Und Moksha, das Leben eines spirituellen Aspiranten als Sevaka, ist natürlich ausgerichtet auf Spiritualität. Ja, wir wollen immer wieder auch unseren Alltag spiritualisieren. Wir wollen das, was wir tun, Gott darbringen. Wir wollen ihn gegenüber Gott, das Göttliche wahrnehmen und so auch in unserer Alltagstätigkeit Spiritualität erfahren. Leben als Sevaka unterscheidet nicht zwischen spirituellem und weltlichem Leben, sondern es will einfach nur spirituell leben, alle Aspekte. Ein weiterer Sonderfall wäre ein Beruf, der nicht alles abdeckt. Es gibt manche Menschen, die sagen, das klingt alles gut, aber bei mir geht's nicht. Aber falls du dazu gehörst, dann möchte ich dich jetzt nicht, mit einem schlechten Gefühl lassen und dich auch nicht auffordern, deinen Beruf zu wechseln, sondern man kann auch sagen, wenn du einen Beruf hast, den du irgendwie magst und der nicht zu viel von dir abverlangt, der aber genügend zum Leben lässt, ist das auch schon gut. Selbst wenn jetzt die Firma nicht übermäßig engagiert ist, selbst wenn jetzt das, was du tust, nicht übermäßig sinnvoll ist, du könntest trotzdem sagen, ab und zu mal bist du besonders nett zu deinen Kollegen, du gibst denen vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp, du hilfst auch mal dem Kunden, so bringst du auch etwas Dharma hinein.
Und du könntest sagen, ansonsten bin ich ja zu Hause engagiert in meiner Familie und damit bewirke ich etwas Gutes. Und ansonsten bin ich vielleicht auch in irgendeinem gemeinnützigen Verein und engagiere mich dort, gebe so der Welt etwas weiter. Oder du sagst auch, und in dieser anderen Tätigkeit entwickle ich mich auch weiter. Und indem du auch in einem scheinbaren weltlichen Beruf öfters mal ein Mantra wiederholst, öfters mal das Göttliche in deinem Gegenüber siehst, öfters mal dir sagst, ich bringe alles Gott dar, ist auch das spiritualisiert. Oder wenn du Herausforderungen hast, siehst du diese eben auch als spirituelle Herausforderungen. Oder du könntest auch sagen, ich habe einen Beruf, der macht mir nicht übermäßig viel Spaß, aber ich kriege wenigstens das Geld. Man könnte auch sagen, etwas zu tun, was einem wenig Freude bereitet, ist auch eine Form der Disziplin, ist auch etwas, woran man wachsen kann. Wenn du dabei die finanziellen Mittel bekommst, die du brauchst, um ansonsten Wohnung zu haben, was zu essen zu haben, deine Yoga-Ausbildung zu bezahlen, Yoga-Seminare zu bezahlen und da aber noch genügend Raum hast zu praktizieren, dann ist das auch ganz okay. Manchmal muss man aufpassen, dass man seine berufliche Tätigkeit nicht überfrachtet und hofft, dass sie auf allen Ebenen so toll ist. Letztlich, Unternehmen existieren in der sogenannten Marktwirtschaft, im Kapitalismus, darum zunächst mal vom Standpunkt der Besitzer dafür, dass sie Geld verdienen, dann im Sinne der Theorie der Marktwirtschaft, in dem alle Unternehmen probieren, Geld zu verdienen, wird irgendwie das abgedeckt, was die Menschen wollen und wenn da noch die richtige Gesetzgebung ist, dass ökologische und soziale Standards eingehalten werden, dann ist irgendwo die Theorie, dass alles irgendwo dann doch funktioniert. Gut, will das jetzt nicht weiter ausbauen. Du könntest in jedem Fall auch sagen, könntest für dich auch sagen, ja, ich bin Teil von dem Ganzen. Mein Beruf ist nicht auf allen Ebenen ideal, muss er auch nicht sein, aber ich habe Zeit für meine Praktiken, Zeit auch Gutes zu bewirken in der Welt und ich habe auch das Gefühl, ich wachse in meiner Persönlichkeit durch das, was ich tue. Und ich nehme Herausforderungen an und will in allem das Göttliche sehen. Vielleicht noch ein letzter Aspekt des Berufs. Ich hatte es auch schon mal auf einen anderen Kontext angesprochen, nämlich Sattva, Rajas und Tamas. Es gilt ja immer, die Purushartas auf sattvige Weise zu befriedigen. Und in diesem Sinne geht es auch um Kama, Artha, Dharma, Moksha, auch im Beruf. Und sattvik ist rein erhebend, Rajas ist unruhig, vielleicht auch egoistisch und Tamas ist entweder träge oder untätig oder auch unethisch. Vom Yoga her würde man sagen, im Beruf gilt es, ethisch zu sein. Und es gibt natürlich auch unethische Weisen, beruflich zu leben. Ein Aspekt des Mangels an Ethik im Beruf wäre natürlich Betrügen, Lügen und so weiter. Das solltest du als spiritueller Aspirant nicht machen. Wenn du, um in deinem Beruf zu existieren, andere anlügen musst oder betrügen, dann ist das nicht der richtige Beruf. Dann solltest du dir etwas Neues suchen. Es gibt manche Verkäufer, die mir gesagt haben, um ihre Zahlen zu erzielen, werden sie instruiert, ihr letztlich die Kunden übers Ohr zu hauen. Das kannst du nicht machen. Ein spiritueller Aspirant sollte nicht an unethischen Handlungen teilhaben. Oder auch, wenn du in einem Unternehmen bist, wo beruflicher Erfolg nur einhergeht, indem du andere niedermachst, solltest du auch nicht machen. Manifest unethische Sachen sollte ein spiritueller Aspirant nicht tun. Auch Sozialbetrug wäre nicht etwas, was ein spiritueller Aspirant machen darf. Wenn du mal arbeitslos geworden bist, gut, dafür sind die sozialen Absicherungen da, dafür wurde das Arbeitslosengeld bezahlt. Aber wenn du dir jetzt einfach vornimmst, dich auf die faule Haut zu legen und
irgendwo schauen, wie die Gesellschaft dich durchfüttern kann, damit du in Ruhe deine spirituellen Praktiken machen kannst, ohne dich anzustrengen, ist nicht okay. Aber wenn du eine schwere Erkrankung hast, die zur Frühverrentung führt, dann ist das okay, wenn du das Geld dann dafür annimmst und letztlich brauchst. Auch in einem Unternehmen tätig zu sein, das manifest unethische Dinge tut, das kann ein spiritueller Aspirant auch nicht machen. Ich glaube nicht, dass ein spiritueller Aspirant in einem Rüstungswerk sein darf. Du solltest nicht daran beteiligt sein, Minen herzustellen, mit denen Menschen in zum Beispiel in Bürgerkriegsregionen, auch noch Jahre und Jahrzehnte nach Ende des Bürgerkriegs, Beine und Arme verlieren. Du solltest auch nicht in einem Unternehmen sein, das Fleisch verkauft, mindestens nicht in der Fleischindustrie tätig sein. Ich glaube nicht, dass der Beruf eines Schlachtermeisters und eines Fleischereiverkäufers mit Yoga verträglich ist. Genauso auch gibt es andere Berufe, die mit Lug und Betrug in Verbindung stehen. Solltest du nicht machen. Natürlich, es gibt diesen großen Graubereich. Im Graubereich musst du abwägen. Nicht alles ist perfekt, eigentlich ist nichts perfekt und eigentlich ist auch nur wenig vollständig unethisch. In einem Kaufhof, in einem Kaufhaus als Verkäuferin tätig zu sein, wo alles Mögliche verkauft wird, ist vermutlich rechtfertigbar. Oder Lagerist zu sein, auch in einem Unternehmen, das grundsätzlich sich an ethische Standards hält, aber auch alles Mögliche verkauft, was vielleicht vom Yoga her nicht rein sattwig ist, aber dabei nicht unethische Prinzipien gelten, wird auch okay sein. Man muss eben schauen, wie konsequent ist man für sich, was Ökologie und Nichtverletzen betrifft und wie man sagt, ich muss ja irgendwie das Geld verdienen, Karma, Artha ist erstmal wichtig, das andere werde ich zurückstellen, solange es nicht manifest unethisch ist. Ja, das waren jetzt eine Menge Anregungen. Und auch hier gilt wieder, normalerweise, wenn ich diese Vorträge nicht vor der Kamera halte, dann gibt es alle möglichen Fragen vom Publikum. Und dann gibt es natürlich Verschiedenes, wo ich drauf eingehe. Hier mache ich das jetzt einfach so vor der Kamera. Vielleicht hast du selbst Anregungen, Fragen, Ergänzungen, willst aus deiner eigenen Erfahrung sprechen, wie du deinen Beruf spiritualisiert hast oder welche Schwierigkeiten du im Beruf hast, dann schreib doch einfach etwas. Mindestens schreibe unter diese Video oder Audio ein paar Anmerkungen. Wenn du es auf YouTube oder Facebook oder iTunes nimmst oder einem anderen Portal, wo es Bewertungen gibt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder eine 5-Sterne-Bewertung. Schön sind auch Kommentare. All das macht es lebendiger und hilft auch, dass andere das sehen werden. Ja, soweit zu Beruf und Spiritualität. Einige Anregungen. Mein Tipp wäre, dass du vielleicht jetzt ein paar Momente dir nimmst und überlegst, was von dem, was ich gesagt habe, vielleicht für dich eine Anregung sein kann. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de, hinter der Kamera Nanda, der auch dieses Video schneiden wird und fürs Internet vorbereiten wird. All diese Vorträge gibt es übrigens sowohl als Video, da siehst du mich und wie ich manchmal was an der Tafel zeige. Es gibt sie auch als Audio, als Podcast. Dort kannst du das Ganze auch anhören unterwegs. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.